da bin ich mit wieder euer Fies 1. Heute habe ich jetzt endlich meine neue Maus, die Logitech G502. Die gucken wir uns heute mal gemeinsam besser an. Also die gucken wir uns heute mal genauer an, Leute. Dann, bevor es losgeht, lasst auf Ehre ein Like und ein Abo da, Leute. Okay, wir gucken uns erstmal die Maus jetzt also von der Verpackung aus an. Hier unten Logitech G502 Hero Gaming Maus, hier Product Shot. Hier nochmal irgendein Zeichen, hier nochmal Logitech. Hier nichts. Hier ganz viel Text, Leute, den ich mir jetzt sicherlich nicht durchlesen werde. Ein Barcode. Und dann hier nochmal Play Advanced. G502 Hero, dann hier Hero Sensor. Programmierbare Tasten. Dann irgendwie Gewicht. Und dann irgendwie noch Technologie oder so, Leute. Dann würde ich sagen, wir packen mal aus. Okay, Leute, dann gucken wir jetzt mal, was hier alles so drin ist, Leute. Einmal hier ganz wichtig die Maus. Dazu kommen wir gleich, Leute. Dann hier Verpackung war noch da. Haben wir hier noch auch noch mal in die Verpackung. Dann gibt es noch irgendeine Info, Leute. Ein Aufkleber. The Color Collection. Das Play Your Way. Werbung. Hier, falls ihr es sehen wollt. Und dann natürlich noch ganz wichtig hier die Gebrauchsanweisung, Leute. Und was haben wir hier? Etwas. Was ist das? Kann ich das irgendwie? Das kann ich doch aufmachen, oder? Ach, keine Ahnung, was das ist. Da ist immer manchmal bei so Computersachen, ist immer manchmal so unnötiges Zeugs irgendwie dabei. Weiß ich aber auch nicht, Leute. Okay, kümmern wir uns darum. Hier ein USB-Kabel. Extra zweimal zusammen gemacht. Mit einem USB-Kabel, was gefühlt bis nach Bagdad geht. Keine Ahnung, wie lang es ist. Jedenfalls, jetzt gucken wir uns mal das hier erstmal an. Hier Mausrad. Mit irgendwie kann man das drücken. Dann ist hier ein Knopf in der Mitte. Keine Ahnung, warum das so komisch ist. Dann haben wir hier wahrscheinlich eine Programmierertaste. Hier ganz normal Links- und Rechtsklick, Leute. Hier nochmal zwei programmierbare Tasten, nochmal programmierbare Tasten, Leute. Und dann war es eigentlich auch, Leute. Oder das hier weiß ich jetzt nicht, ob es eine programmierbare Taste ist, weil hier kein G drauf ist, sondern keine Ahnung, ob man es jetzt erkennen kann. Sieht irgendwie so aus wie so eine Zielscheibe oder so. Und hier unten natürlich der Sensor, Leute. Ach so, jetzt weiß ich, ob man das Rad auch reindrücken kann, Leute. Weil bei meiner alten Maus hier, die hier, wenn man das Rad da reingedrückt hat, das Mausrad ist leider komplett am Arsch. Dann hier, wenn ich es jetzt einmal reindrücke und wenn ich es jetzt bei meiner alten Maus halt nochmal reindrück. Und ich schätze mal, so wird es dann auch bei diesem Ding hier sein, Leute. Dann mir ist gerade aufgefallen, dass hier diese Taste hier, die so komisch ist, wenn ich da jetzt nicht drauf drücke. Ach, Ka Kamera will gerade irgendwie nicht fokussieren, Leute. Scheiß drauf, wenn ich da jetzt nicht drauf drücke. Wenn ich da jetzt einmal drauf drücke. Jetzt haben irgendwie so eine Fast-Scroll-Funktion, Leute. Und übrigens, sobald ich die Maus auch
Hab angeschlossen an meinem PC. Das fühle ich immer bei Mäusen und Tastaturen. So Leuchteffekte und so. Dann schließen wir das doch mal an, Leute. Okay, jetzt zeige ich euch aber noch was von der Maus. Okay, Leute, jetzt gibt es hier noch so eine Logitech Hub App, die installieren wir jetzt einfach mal kurz, indem wir hier auf LG Hub Installer.exe drauf drücken. Zulassen, dass Änderungen vorgenommen werden, genau. Okay, jetzt. Ah, Installationsart kann man nicht ändern. Jedenfalls hier jetzt Logitech Giap Version 2021.7 installieren hier in Dateifahrt halt. Wie viel Speicherplatz halt noch verfügbar ist, auf Installieren drücken, da stimmt man dann halt automatisch zu, dann wollen wir doch mal. So, wir gucken jetzt hier noch, was hier alles mit der App mitgekommen ist. Und dann, danach geht's in den LG Hub, also natürlich nicht von LG, sondern von Logitech. Hier bei Data haben wir irgendwelche Skripts, ja, irgendwelche JSON-Skripts, Effekte. Hier irgendwas mit Audio Visualizer, irgendwie sowas. Dann haben wir bei Sounds 7.1 Channels Check Sound, was ist das? This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. Ah, da kann man wohl irgendwie überprüfen, ob irgendwie der Lautsprecher oder Headset oder was auch immer ihr angeschlossen habt, funktioniert. Data, Locales. Irgendwelche Sprachpakete sind es. Plattformen. Das ist irgendwas für Windows, schätze ich mal, Ressourcen. App Asa Unpacked. Node Modules, Kita, Build, Release. Keine Ahnung, was das ist. Hier irgendein Bild. Wow, das Logitech Logo in sehr groß, Leute. Hier lghub.exe ist das hier, wo ich euch gleich zeigen werde. Und ich habe gerade versehentlich zweimal auf den Linksklick gedrückt. Bruh. LG Hub Agent, was ist das? Weiß ich nicht, LG Hub Uninstaller ist deinstallieren, LG Hub Updater. Ah, wahrscheinlich keine Updates verfügbar, okay. Logi Crash Pad Handler. Wahrscheinlich, wenn es bis dann abgestürzt ist oder so. Hier kann man dann wahrscheinlich nochmal die Version auslesen von irgendwas. Okay, Leute, weiter geht's mit dieser App hier. Die Windows Firewall hat einige Features blockiert, da einfach dann auf Zulassen. Willkommen bei G-Hub. Lass uns anfangen. Klick auf deine Ausrüstung, um mit der Konfiguration zu beginnen. Ja. Potenzial auch freischalten. Okay. Ja, G-Hub starten jetzt. Automatische Fehlerprotokolle würde ich ja, bei der Verbesserung. Da einfach alles klar anklicken. Genau, die Maus hat er jetzt erkannt. So, GitHub Einstellungen machen wir jetzt. Hier immer nach dem Anmelden starten. Das ist, wenn der PC gestartet wird, dass dann halt auch die App startet. Beleuchtung nach Inaktivität des Benutzers ausschalten. Wenn ich dann die Maus nicht verwende, geht die Beleuchtung von der Maus halt aus. Steuerung der Beleuchtung durch Spieleinstellungen und Apps zulassen. Das weiß man ja bestimmt, was es ist. Nutzungsdaten teilen will ich nicht. Probleme. Ja. Permanentes Profil
Desktop. Fortnite, was komplett ausgelutscht ist. Wenn jetzt mal auf Ausrüstung gehen, bitte klick auf deine Ausrüstungsanzeigen oder ändern der allgemeinen Einstellungen. Gut. DPI-Leuchtung immer aktiv. Effekt beim Start des Geräts aktivieren. Genau, integrierter Speichermodus. Können wir jetzt mal anschalten. Profil 1. Können wir jetzt mal hier Details machen. Hier jetzt Wechselrate, Helligkeit, bla bla bla. Man kann jetzt hier auch Desktop oder Fortnite machen. Aber wir machen jetzt mal einfach Standard. Okay, Leute. Softwaresteuerung aktivieren, um sie zu konfigurieren und auf alle Funktionen zugreifen. Digga, natürlich mache ich das. Scheiß drauf. Okay, jetzt einmal zurück. ARX Control. Das weiß ich nicht, was das ist. G-Hub erkennbar machen, dass ihr das wahrscheinlich erkennt. Pairing neuer Geräte zulassen. Wahrscheinlich entweder einen anderen PC mit der Maus verbinden oder irgendein anderes Logitech-Gerät verwenden. Verzögerung zwischen Dateiübertragungen hinzufügen. Nein. Manuelle Verbindung. Was ist hier? Teste die neuen Beleuchtungseffekte. So, Leute, ihr seht es hier auch meiner Maus, dass ihr die Effekte dann seht. Wir gehen jetzt hier mal auf zum Beispiel auf Metin-Bilgin zum Beispiel. Da muss ich mich erst anmelden, Leute. Oder? Oder? Nee, das ist Quatsch, das ist nur. Andere Maus, Leute. Ich melde mich einfach hier jetzt mit dem Google-Konto an, Leute. Dann einfach auf die E-Mail-Adresse klicken, die ich jetzt natürlich ausblende. Die Webseite versucht LG Hub zu öffnen. Ja, öffnen. Habe ich hier aber schon geöffnet. Jetzt probieren wir nun nochmal hier. Mendeltin Bilgin. Okay, keine Ahnung, wann das gerade liegt. Kümmere ich mich in Ruhe drum. Wahrscheinlich, weil es eine andere Maus ist, als ich habe. Weil die Tastaturen sehen ja auch alle komplett anders aus. Ich gebe jetzt mal ein G502. Hero. Haben wir nur eine Tastatur. Egal. Find gerade nichts für uns. Vielleicht mal voll mitmachen. Die beliebtesten Gaming-Profile. Was finden die? GW2 Zach. Kenne ich nicht. Alles anzeigen. Yamamika. Steht da unten, ne? Sprachen lernen, Bubble. Mimum Maianis. Ah. Irgendwas hier. Chinesisch ist wieder. Im Video mache ich mich halt auch manchmal zum Affen. Falls euch fragt, wen gerade eben.
So, jetzt, was bei Audio? Ich bezweifle, das sind irgendwelche Equalizer. Ich bezweifle zwar, dass meine Maus Musik abspielen kann, aber ich gehe jetzt mal einfach mal irgendwo random drauf. Egal, scheiß drauf. Okay, was passiert, wenn ich jetzt auf die Seite drauf gehe? Dann ist man hier auf der ganz normalen Logitech-Seite. Da ist auch so eine ähnliche Maus, wie ich jetzt habe. Und hier das. Kann man nicht hier auch selbst was einstellen? Profil für die ausgewählte App hinzufügen. Fee Star 1. Möchtest du den automatischen Profilwechsel aktivieren oder das Hörermann-Profil deaktivieren? Ja, okay. Fee Star 1. Skript erstellen. Aktuelles LUA-Skript mit. Was ist so? Bei LUA. LUA sind ja solche Skriptdateien, das so programmieren. Da muss ich mich jetzt nochmal. Da muss ich mich noch mehr, bisschen mehr auseinandersetzen. Hier teilen. Also, ich dachte, es wäre WhatsApp und so. Kann man dann komplett veröffentlichen. Hier duplizieren, dann ist das Ganze hier wahrscheinlich zweimal. Hier Makro, wahrscheinlich wieder .lua, also Skripte. Jetzt, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, Schalter zum Beispiel. Sequenz, oder? Was ist jetzt beim Drücken? Okay, da muss ich mich jetzt auf jeden Fall nochmal auseinandersetzen. Damit können wir jetzt leider noch nichts anfangen. Weil ich weiß nicht, dass ein AMP ist. Leute. Nein, ich will nichts speichern. Integrationen. Da kann ich dann irgendwas von Discord oder OBS oder Overwolf integrieren. Das. Overwolf weiß ich nicht, was ist, was die anderen beiden Dinge hier sind, wisst ihr ja bestimmt auch selbst. Status. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn keine App aktiv ist. App oder Spiel hinzufügen. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal machen, zum Beispiel Minecraft können wir mal hinzufügen. Den Minecraft Launcher einfach mal so. Das weiß. Kann ich nichts anderes machen? Okay. Genau, was kann hier drauf? Nö. Okay, Leute. Super. Dann war es auch schon. Leute, lasst gern auf Ehre ein Abo und ein Like da. Also dann, ciao, euer Fiesta 1. Und 102.